Weihnachtszeit, Lebkuchenzeit, genüssliche Schlemmen ohne Reue, Fehlanzeige. Das Landesamt für Lebensmittelsicherheit schlägt Alarm. Acrylamid, ein Gift, das im Verdacht steht, krebserregend zu sein, wurde in 25 Lebkuchen verschiedener Hersteller nachgewiesen. Der Haken an der Studie: Das Landesamt hat zwischen September und November des vergangenen Jahres gemessen, die Ergebnisse allerdings erst jetzt, 7 Wochen nach Weihnachten, veröffentlicht. Eine Stellungnahme zu den Untersuchungen, zur Methodik oder zur Auswahl der Proben war vom Landesamt nicht zu bekommen. Einer der besten Nürnberger Bäcker kann die Ergebnisse der Studie nicht nachvollziehen. Die Gewerbeaufsichtsämter kontrollieren regelmäßig im November die Lebkuchen der hier produzierenden Betriebe. Da werden auch Tipps gegeben, sollte mal jemand den Grenzwert überschreiten. Aber soweit ich weiß, ist in den letzten Jahren eigentlich die Überschreitung nicht mehr eingetreten. Zumal sich die Nürnberger Bäcker seit den ersten Alarmmeldungen über Acrylamid in Lebkuchen vor einigen Jahren darauf eingestellt, Rezepturen und Backverfahren verändert haben. Die Opposition im Bayerischen Landtag vermutet ein politisches Ränkespiel hinter der späten Veröffentlichung der Studie. Dass man dann bis in den Februar wartet, wenn die Leute Lebkuchen an Weihnachten essen, dass man bis in den Februar wartet, um dann erst die Ergebnisse zu veröffentlichen, das hat nichts mehr mit Verbraucherschutz zu tun. Da werden die Hersteller geschützt, aber nicht die Verbraucher. Was das Landesamt mit der Veröffentlichung der Studie gerade jetzt erreichen will, bleibt sein Geheimnis. Zumal alle untersuchten Lebkuchensorten unter dem EU-Richtwert von 1 Milligramm Acrylamid pro Kilogramm bleiben. Aber Weihnachten kommt ja bald. Schon in gut 10 Monaten ist es ja wieder soweit.